Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia, wo wir es mehr oder weniger sinnvoll geschafft haben, an das Schiff zu kommen. So, und nochmal. Und nochmal. So, perfekt. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Das ist sehr praktisch, denn den schauen wir uns gleich mal an. Der Koffer hat sich im Müllschacht verkeilt. Wie geplant. Und dann nehmen wir mit. Oder machen auf. Und schauen uns die Socken an. Warum habe ich eigentlich ein zweites Paar Socken eingepackt? Mein aktuelles hält mindestens noch einen Monat. Genau. Und den Proviant. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. So, alles mitnehmen. Und was haben wir hier? Eine Luke. Noch eine Luke. Hebel. Und das war's, glaube ich. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Dann mach mal auf. Uah, mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Okay, dann lassen wir das. Und wie kommen wir hier rein? Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Wie praktisch. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? War ja klar. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Das sieht so aus, als würde es nach hinten führen. Nein, okay, da kommen wir nicht vorbei. Dann, ich habe übrigens die Musik etwas leiser gemacht, finde sie allerdings immer noch etwas laut, glaube ich. Ich werde jetzt die Folge das mal so lassen und höre mir die nachher mal an und schau mal, was dabei rauskommt. So. Okay. Was haben wir denn? Wir haben Proviant. Wir haben nur Proviant und Socken dabei jetzt. Und hier hoch komme ich nicht irgendwie wahrscheinlich. Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Nein, wie intelligent. Unglaublich. Ich habe Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Okay. Kann man eine Socke reinstopfen? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Nein, können wir nicht. Proviant reinschmeißen? Hallo? So. Ah. Und jetzt? Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Okay. Aha. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, das heißt, er ist... Ah, da ist eine Klappe. Das heißt also... Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Okay. Dann mache ich das Ganze doch nochmal. Und... Ihre Form erinnert mich an etwas. Oh, das ist aber tatsächlich viel geholfen. Okay. Ach ja, schön. Ach ja, klasse. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Und jetzt dann... Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Nehme ich den jetzt mit? Okay, dann nehme ich mal... den Roboterarm mit. Natürlich. Und damit komme ich jetzt... Hä, komme ich damit da durch? Sag bloß. Das ist... unfassbar! Das kann einfach nicht sein! Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot,
Eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Also auf geht sie durch die Luke. Ah, wir haben Hebel. Da können wir sagen, durch welches der Müll kommt. Dann würde ich mal sagen, dem Organon auf den Deckel gehen. Haha, nicht das. Nein, nicht. Das Falsche. Das halt. Was ist das? Hallo? Das war dann wohl der falsche Hebel. Verdammter Idiot! Dachte ich aber auch. Wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Bitte was? Nein, halt! Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tsch, 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 tsch. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Au. Au. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Voll und ganz. So, okay. Das heißt, wir sind wieder unten auf Deponia. Dann schauen wir uns hier mal um. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Okay, was haben wir hier für einen Stier? Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Schön, einmal drauf. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Okay, ich kann da gar nicht drauf gerade. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben eine Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Dann gehen wir da mal rein. Komme ich da? Ja, ich komme da hin. Das ist wahrscheinlich eh zu. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. War ja klar. Was haben wir sonst noch? Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Okay. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir sonst die Tür, die Motorhaube. Nein, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Dorfkern oder... Also es geht nur zum Dorfkern. Okay, auf zum Dorfkern. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Nett. Okay, was haben wir hier? Wir haben... Okay, der Putzroboter ist nur so da. Da ist Tonis Laden. Wenzels Haus. Tonis Hütte. Ah, okay. In die Gasse? Rathaus? Mich interessiert tatsächlich, was denn beim Rathaus los ist. Schauen wir da mal hin. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Okay, schön.
ich würde gerade nochmal mit allen reden, nachdem ich sie ausgiebig angeguckt habe. Selten so dämliche Hüte gesehen. Muss ich aber sagen, dachte ich auch, wollte ich eigentlich gerade noch sagen, was auch immer das für ein Hut sein soll, den Konzo da aufhat. Der sieht total bescheuert aus. Da finde ich dieses Windrädchen hier noch wesentlich stylischer. Oder das hier mit dem Horn. Aber das da. Kennt einer von euch Simon the Sorcerer 3D? Da gibt's auch irgendeinen Priester, der sieht, hat genau so was Ähnliches auf. Also, er erinnert mich da total dran. Egal. Ich muss die Hüte ansprechen. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Okay, dann was will denn der Bürgermeister entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus! Was? Ach, schön. Das Mädchen gehört aber zu mir. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Aber wir haben sie doch von da oben runtergeschmissen. Komm schon. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Also auf in den Sitzungsraum. Ich verschwinde. Und auf geht's. So, da ist sie doch. Ghoul, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Ghoul. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ich fand das gerade so geil. Ich konnte nicht mehr über den zweiten Witz mit dem Kaffeebraun lachen. Oh Gott. Ich guck sie mir nochmal an. Wie friedlich sie schläft.
Da hilft nur extra starker Kaffee. Kaffee, so, okay. Hey, Goal! Goal, aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Gut, sehr gut. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Ist aber auch sehr praktisch, ne? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich fang oben an. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten sie erst einmal wach sein. Dann wecken sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Okay. Dann, ja. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Okay, bin auf dem Weg wahrscheinlich. Nee, das habe ich gerade. Da kommt das Gleiche raus. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern. Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Schön, dass es erkannt hat. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay, was haben wir mal? Feuer? Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Und Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Okay, was ist bei Diebstahl? Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt. Vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Okay, gut, dann haben wir halt doch keinen Notfall. Doch keinen Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Okay, gut, dann, Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ah, okay, also müssen wir an den Schrank in der Arztpraxis, okay. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Okay, gut, dann glaube ich, war's das fürs Erste. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zurück. Was haben wir hier noch? Habe ich was vergessen gerade? Nein. Gut. Den Türknopf. Luftballons. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas. Hä? Ach schön, kann ich die mitnehmen? Nein, Moment, halt. Wollte ich jetzt gar nicht. Halt, nochmal. Luftballons, Luftballon, Luftballons. Aha. Und er ist Feuerwehrmann. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ach schön, okay. Dann, das merke ich mir mal, dass hier so ein kleines Feuersymbol ist. Sonst hat es hier, glaube ich, gerade nichts mehr. Also zurück zum Rathaus.
So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Poststelle, wir haben Öffnungszeiten, schön. Und Bürgermeisterbüro. Ich würde sagen, erstmal Öffnungszeit angucken. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Was du nicht sagst. Und wir haben Lotti Algay. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Ich quatsch mal mit Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? So, ich will erstmal zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ah, ich mag Lotti, glaube ich, jetzt schon. Okay, wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Ach, ist das schön. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Ach, ist das schön. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Das ist so geil. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ach, ist das geil. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ach, ich finde das schön. Okay, dann melden wir mal unseren Wohnsitz ab. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich stelle mir vor, dass das Einsprechen unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ah, gut, okay. Die sind ja ein und dieselbe Person, zumindest fürs Ansprechen. Hier geht's nur zurück. Da haben wir noch Magnete, die können wir mitnehmen. Sehr schön. Und einen Automaten. Schreib mal kurz an. Ich hasse Schlangen. Hebel. Aha, eine Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Okay, wir haben eine Okay, ja, ja. Und die nützt uns gerade mal noch gar nichts. Die Magnete, die mopse ich noch kurz. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Schön. Mitnehmen. So. Okay. Und dann würde ich sagen, ja, was ich zu sagen habe im Endscreen jetzt, ne? Boah, interessant, was diesmal passiert ist. Erst schmeißen wir Goal von der Plattform runter, wo wir uns mühevoll hochkatapultiert haben und fliegen dann selber runter. Ach ja, und dann müssen wir auch noch die Goal irgendwie zu uns holen und irgendwie wir hier was davon abhaben für irgendwelche Schlamm, Rost, Schrubb-Dinger und hier mit Auspuffrohre stapeln und so an. Ja, nur freundliche Menschen unterwegs. Ich hoffe, dass wir die Go noch irgendwie kriegen, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie wir das anstellen müssen. Das wird sich hoffentlich in der nächsten Folge klären. Bis neulich!